Was geht ab, liebe Leute, einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Mario Bros. Wonder. War das richtig? Ja, das war richtig. genau, der liebe Goldie ist gerade bei mir und wir spielen heute eben das neue Spiel, beziehungsweise er hat es einfach schon durch. Wer es genau angucken will, einfach mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Und ja, er zeigt mir heute mal so ein bisschen die Erneuerungen und wir haben vor 2 Jahren das Ganze im Normalmodus gemacht, also das, war das das erste Mario Bros. Oder war das irgendwas Spezielles? Also wir haben es vor 2 Jahren eben zu Mario Bros. U Deluxe gemacht, das Remake vom U-Teil damals. Stimmt. Und jetzt dachte ich mir, zeige ich das Ganze mal Flo mit dem neuen Teil. Mal schauen, wie gut das sich da diesmal schlägt. Oh, das wird so unnötig. Ja gut, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal ins erste Level. Am besten mal das allererste vom ersten, dass wir überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, wie wir laufen und bewegen und Ding. Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Luigi und die anderen folgen einer Einladung von Brit. Ja, das habe ich auch gehört. Oh mein Gott. Und reisen zum ersten Mal dorthin. Jetzt kannst du schon laufen. Hier ein bisschen Spring machen. Y rennen. Unten drücken für Stampfattacke in der Luft. Also ich sollte vielleicht ein bisschen sagen, dass das Spiel ein bisschen auf Drogen ist. Also das wirst du schon auf jeden Fall im einen oder anderen Moment bemerken. Ja moin. Es wird verrückt. Und der Grund dafür sind diese Wunderblumen eben, wie du da schon siehst. Und das ist übrigens der Prinz. Eine Raupe. Okay, alles klar. Da ist schon Bowser. Den kennt man natürlich. Aber diesmal tut er nicht Prinzessin Peachen führen. Nein, er fusioniert mit dem Schloss im Hintergrund. Da merkt man auch schon in den ersten Momenten, das Spiel ist etwas verrückter. Ein bisschen. Ja, das ganze Thema ist halt Pflanzen, deswegen hat das solche Piranha-Pflanzen dort. Das Blumenthema. Ah ja. Die Blumen da, die sind wirklich so ein Feature im Game, die reden die ganze Zeit mit dir. Oh Gott. Also richtig cringe. Ja, hier war schon das erste Level. Willkommen im Blumenkönigreich. Erstes Level starten? Nee. Nö. Oh je, oh je. Das sind hier so blaue Blumen, die tun immer so ein paar Sachen auslösen. Jetzt hier halt diese Blöcke, braucht man halt für Secrets so. Kannst du mal nicht so schnell sein? Ich bin doch gar nicht schnell. Auch die Sache, dass er einfach gerade den Hut nachzieht, so, ne? Das ist ja, das Spiel ist viel detailgetreuer, es ist nicht mehr so langweilig. Und wie fändest du die Elefanten? What the fuck? Warte, was kann. Ah ja, okay, der macht einfach so die. Ja, man kann sich hier die Zehnermünzen schauen, das sind quasi so Star Coins im Game. Noch eine Fähigkeit vom Elefanten ist hier Wasser. Kann er aufsammeln, dann kann er so trockene Pflanzen wie dich hier bewässern. Und dann die Gnadbelohnungen raus. What the fuck? Und diese Goombas-Dinger gehen auch kaputt davon, oder was? Kann sein, ja. Oh, das ist ein Secret.
Oh, weg. Münzen, Münzen. Hallo. Ich merke schon, Flo und die Blumen, die werden beste Freunde. Wo bist du? Da. Ah, und jetzt kommt das große Feature, diese Wunderblumen halt. Gibt es neben Level 1. Echt jetzt? Und jetzt kommt der Drogentrip. Was zum. Was ist das Ziel? Einen Wundersamen einzusammeln. Hast du mich gerade gekillt? Ich glaube nicht. Was ist kurz wieder da. Warst du noch kurz ein Geist? Was geht bei ihr eigentlich? Die Röhre, Alter. Da, diesen Wundersamen, den musst du einsammeln. Dann endet der Effekt. Das sind auch so ein bisschen Sammelgegenstände, die wir brauchen. Oh Gott. Jetzt haben wir einen Bonus bekommen, oder was? Ja, am Ende von jedem Level gibt es auch noch mal einen Wundersamen quasi. Ach Gott, und das ist jeder mit einem Screenshot. Na, herzlichen Glückwunsch. Was ist hier oben drin? Ah, nix, das gibt einen Panzer rein. Cool. Ey, Mann! Wow. Ah, das ist die Wunderblume. Jetzt geht's richtig ab. Ich bin auf deine Reaktion gespannt. Na ja. Ja, das ist das zweite Level. Es wird noch etwas verrückter. Da, die rote Röhre, die sieht man jetzt. Das ist ein Secret Exit. Das ist sehr interessant. Da habe ich mich lange gebraucht, bis ich den gefunden habe. Wieso hast du meine Blume schon wiederbekommen? Du hast auch eine gehabt? Nein! Doch, hattest du. Ey, warum ist dieses Spiel so auf Drogen, Alter? Okay, Flo, hier ist der Secret Exit. Hä? Suche. Ja, das war schon nicht schlecht. Musst du diese Dinge hier benutzen? Ich kann so sprinten mit Y. Ja, das war nicht schlecht. Das ist ja ganz woanders. Ich verarsch dich nur. Ja, ist oben, gut. Hä? Zack. Oh mein Gott, Alter. Schon krank, oder? Ja, das ist doch fies. Jetzt kommst du vor. Achso, oh Gott. Das ist ein bisschen Vordergrund. Das ist wirklich. Das, ich glaube, nachdem ich die erste Welt durch hatte, habe ich das was gefunden. Man kann einfach so ziemlich geradeaus. Ah, nee, warte zurück. Wir müssen schon in die Röhre reingehen. Weil das ist jetzt Secret Exit. Ja. Ah, das heißt aber, dass wir wahrscheinlich das Level nochmal machen müssen. Ja. Normalen. Sonst kommen wir nicht weiter, weil da geht's jetzt in eine Sackgasse rein. Ja, du wolltest Secret Exit, ich nicht. Ich wollte dir das zeigen. Wir haben auch ein Ding vergessen. Das ist der normale Exit. Achso. Weißt du, ich glaube einfach zu mir kommen. Aber ich kann halt nicht stehen bleiben, weil sonst ein bisschen schwierig, weißt du? Ich habe nicht mal die Möglichkeit zu springen. Ich wollte extra hochjumpen, okay, und bin deswegen stehen geblieben, um zu drehen, aber nö. Gleich hat keine Möglichkeit dafür, danke. Hallo! Das war das letzte Mal, dass wir tot gesehen haben. Echt? Es spawnt einfach nicht mehr. Ach ja, schön. So, lass mal den Laden hier, oder? Das gefällt mir. Warum gefällt ihm das, wenn wir jetzt... Nein, der fühlt sich so mächtig deswegen.
Ach so, okay. Ja, machen wir mal ein bisschen, dass wir den dann down kriegen, oder? Machen wir ein bisschen mal. Ich werde so reinkacken, ich weiß jetzt schon. Was kommt jetzt, Bosskampf? Naja, wir kommen jetzt einfach noch ins richtige erste Gebiet von der ersten Welt. Also die erste Welt ist echt lang, muss ich sagen. Das war echt krass, das beim Spielen. Ich dachte mir, die endet irgendwie nie. Klasse, mein Papa ist jetzt im Beschlag. Oh Gott. Ich habe gerade ernsthaft überlegen müssen, ob ich das jetzt richtig gelesen hatte, ne? Auch und er hat seine eigene Miniburg bekommen. Genau. Ja, alles klar. Er hat ein Schloss von dem Königreich halt eingenommen. Okay. Hey! Also uns selber bounce ist ja auch weg. Ja. Was auch interessant ist an dem Game, man hat nicht so eine. Was ist das hier oben von der rote Münze? Die Liedermünze, das sammeln wir die ganze Zeit. Achso. Man tut sie halt als Charakter, wenn man zusammenstellt, nicht mehr wegbewegen. Das heißt, man kann jetzt auch nicht mehr jemanden packen und einfach runterwerfen. Das stimmt, ja. Ein Feature, was ich nicht fühle, weil ich würde dich gerne runterwerfen. Ja, danke. Ich hab's vorhin bei der Arschbombe schon gemerkt, dass es irgendwie anders ist. Oh nein. Wie er mich auch unter dem Ding noch begräbt, Alter. Ja, das, also ich glaube, das hast du ja auch ausgelöst, aber egal, du warst jetzt so tot. Ey, ich schwöre, dieses Spiel macht die besten Thumbnails, ne? Kann man diese Bilder auch abrufen, Digga? Keine Ahnung. Jetzt haben wir 8. Ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall hier und da mal ein Level zu machen. Hast du wirklich alles durchgespielt? Ich hoffe 100%, ja. Oh mein Gott. Diese Riesenhärte. Aufpassen! Hä? Achso. Vielleicht wird's noch besser. Ne, klar. Das war alles stabil, oder? Schwierig. Das ist Ziel. Das ist kein Ziel mehr. Wäre das Ziel gewesen? Ja, ja, wir machen gerade einen Secret Access. So, aber wir müssen das mal wieder auf. Scheiße. Wie hoch soll das bitte sein? Wir waren ja gerade auf Wolken, so weißt du? Ja, nee, klar. Und wieso haben wir es nicht geschafft, dich ansatzweise an Höhe ranzukommen? Weil wir beide runtergekommen sind. Das erste Schloss zurückerobert, Flo. High five. Er gibt mir 3 Finger. Wow. Naja, es könnte auch besser laufen. Achso, bist du oft gestorben oder was? Schon ein paar Mal. Ja Leute, ich würde aber sagen, an der Stelle beenden wir dann die heutige Folge auch mal. Nee, wir gucken jetzt nicht hinterher. Wenn euch das gefallen hat, dann schießt gerne mal den Like-Button ins Ein und teilt das Video unbedingt mit Freunden und Verwandten. Und wenn ihr mehr davon haben wollt, dann schaut unbedingt mal auf Goldies Kanal vorbei. Da ist das Ganze im schnellsten Gameplay der Welt einfach mal durchgezockt worden. Also beim ersten Mal war ich schon ein bisschen langsam und jetzt bin ich schon schnell, das ist klar. Genau. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. San Francisco. San Francisco? Nein, San Francisco. Oh Gott. So ging das. Ach du Scheiße.